Ja, das muss ungefähr letztes Jahr Frühling gewesen sein, so März oder was? Ich hab ja noch einen Screenshot von der geilsten Facebook-Aktion überhaupt, das werde ich dann Ja. gleich im Anschluss erzählen. Und ja, Mit sind dann den halt hin, Halsstangen, ne? dachten, das kann nicht sein, dass der jetzt schon pennt, weil alle Lichter waren dunkel. Ja, dann muss er halt wach werden. Haben wir halt geklingelt. Wie die Wilden, ne? Sind dann abgehauen, so weißt du, wie die achtjährigen Klingelstreich. Das Und war aber auch echt mal wieder lustig. ja, geklingelt wie die wilde Wurst, haben uns dann versteckt, hinten im Hof, war alles dunkel, kamst du echt vor wie Rambo, ne? So Rambo in Vietnam. Und ja, Licht geht an, gucken sie, Licht geht aus. Sind wir wieder rum, standen da, geklingelt wie die wilde Wurst, wieder um die Ecke, haben uns da versteckt. Jane wollte erst irgendwo anders hin, hat sich dann doch für die andere Richtung, wo wir rumgerannt sind, entschieden. Ist dann noch ausgerutscht auf irgend so einen Hundescheißerhaufen, ich weiß es nicht, ist dann so übelst rumgerutscht. Hat Dann sich doch kam mal, sowieso. der hat sich doch noch mal richtig schön gemault. Der hat sich voll auf die Fresse gelegt und dann kam nur der geilste Spruch überhaupt. Ich weiß gar nicht, wer den gebracht hat. Und wegen und wir sind die Elite von morgen so, weil wir halt alle zur Uni gehen, ne? Weil wir alle Akademiker sind. Und wir machen so eine Scheiße so mit 22. Richtig geil. Und ja, dann wieder Licht an, Fenster auf, Rüssel rausgehängt, geguckt. Ja, irgendwann wieder zu und du wusstest ganz genau, der verarscht dich jetzt, der nur das Licht ausgemacht steht, aber theoretisch direkt am Fenster, um zu gucken, wer da ist. Dann keine Ahnung, sind wir nochmal um den Block gelatscht, keine Ahnung, so eine gute 20 Minuten rumgelatscht. Es war 11. 11, also 23 Uhr. 23 Uhr. Ja, dann hast du gedacht, jo, Jetzt, wo wir okay. aufnehmen, ist es gerade 0 Uhr und wir denken uns, dass wir noch 5 Stunden machen. Ja, echt. Ja, und letztendlich, ne, du dachtest so, yo, du hast deine Psychologie erkannt, er meint, wir sind abgehauen. Dann nochmal hin, geklingelt wie die Verrückten, die Straße entlang, du hast gemerkt, wie auf einmal das Licht im Hausflur anging, Mehrfamilienhaus, vier oder fünf Parteienhaus, Licht ging an, du hast es nur stampfen gehört, Bam, 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 bam. bam. Du hast gemerkt, wie er runterrannte, und dann waren wir eine Vor allen Straßenecke Dingen, weil der weiter. Kollege auch jetzt nicht wirklich aerodynamisch ist, muss man dazu sagen. Nee, er ist schon, also ja, doch, er ist schon, er isst gerne, was ja auch nicht schlimm ist. Nee, Also finde ich ich hab auch auch gut, gerne. aber Nee, wenn nee. man hört ihn schon, wenn er den Flur Und runterläuft. ich stell mir halt, weil er kann auch theoretisch ein Comic sein, weil er könnte auch eine Comicfigur sein, so mit seinem Gesichtsausdruck. Und auf jeden Fall, dann waren wir dann an so einer Klippozone, sag ich mal, wo er theoretisch dann nicht mehr hinrennen würde. Und hab ihn Da dann hast du nur gesehen, gesehen, so wie er die ja. Tür aufreißt. Und dann mit den Schlappen da steht. Weißt du, so wie auf Urlaub, wie auf Malle, weißt du, wie diese, fehlt nur noch der Hut. Und dann hast du nur gesehen, wie aggro er dann nach links und nach rechts guckte und, oh, Gold wert, die Szene. Nur was kein Gold wert ist, dass wir dann aufgegeben haben. Ja, echt, wir Ich hätten finde, das da zweite. hätten wir ihm nochmal einen drücken müssen. Aber theoretisch, ey, mit dem bin ich da so zugetraut, dass der den Bullen ruft, im Ernst, also. Ja. Und dann, ey, Jimmy, was los, Nee, ey? echt. Und genau, und jetzt halt so der letztendlich, was halt das Geilste war, sind wir halt abgehauen und am nächsten Morgen, ich wach auf, gucke in Facebook rein, erstmal ein Eintrag von ihm, riecht sich übelst auf, ja, wie ich diese Halbstärken hatte, die immer mitten in der Nacht bei uns oder bei mir klingeln. Und dann haben sich da noch so Kumpels von ihm oder so Bekannte von ihm dann auch noch wie was hier Ja. kollektivmäßig dann ihm noch zugestimmt, ja, solche hasse ich auch Ja, immer. das war so ein bisschen solidarisch, was da passiert ist. Ja, und das Geilste, und dann ein anderer Kumpel von uns schreibt dann direkt danach, also nicht auf diesen Post bezogen, die sind im Facebook gar keine Freunde, das heißt, er konnte gar nicht sehen, was er schreibt, schreibt dann eiskalt, och, nun haben wir, also er und seine Freunde, nun haben wir doch tatsächlich 14 Stunden geschlafen. Diese Gegensätze, Ja. schwarz und weiß, Gold wert, kannst du nicht bezahlen, diese Situation kannst du nicht bezahlen. Kannst du echt nicht. Das Herrlich. habe ich so extrem gefeiert. Als ich das gesehen habe, ich hab Tränen Ja, gelacht. ja. Und da habe ich echt einen Screenshot von gemacht. Und ja, Ich das auch, sind ich hab wirklich. den noch. Das zeige ich auch ganz vielen Freunden von mir. Die ümmeln sich auch, wenn die die Story hören. Die Story ist aber auch geil. Ja, Aber ist ich es auch. meine, um 11 Uhr. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil ich meine, der Kollege der ist jünger als ich, ne? Der ist, glaube ich, ein halbes Jahr jünger. Also theoretisch, er müsste jetzt. Ja, hey! Der hat doch jetzt Der hat Geburtstag. doch heute Geburtstag! Oh, warte mal, der hatte gestern Geburtstag, 21. Mai. Hat der tatsächlich heute Geburtstag? Oh nein, das ist ganz wild. Ich schreibe überhaupt.
Chef, was ist los, ey? Geburtstag. Ja, gratulier mal fein hier. Das gibt's doch nicht, der hat Geburtstag. Alter, wie ich das hier jetzt gerade. Oh. Ja, das ist shiny, das ist das Feeling, Mann. Das ist. Das kannst du nicht bezahlen, sowas wie jetzt. Das geht nicht. Ich schreibe ihm gerade was. Aber der Typ, der hat sich auch so viele Sachen zukommen lassen. Wir waren. Das erzähle ich jetzt, okay? Ja. Fünfte Klasse. Fünfte Klasse, Alter. Fünfte Klasse waren wir alle zusammen in einer Klasse. Ich meine, in der Schule, da passieren immer noch die geilsten Storys. Kannst du sagen, was du willst. Ja, super. Und er war auch dabei. Und dann waren wir, was war das? War das die erste Klassenfahrt, die wir gemacht haben oder so? Also orientiert, ja, das war so eine Wochenendfahrt, ne? Drei Tage? Ja, drei. War das nicht sogar, waren sogar fünf, meine ich. Fünf? Kann sein. Das war so, das muss man aber auch ausreizen. So fünfte Klasse, da hast du ja erstmal die erste Sozialisierungsphase nach der Grundschule und in der Grundschule hast du ja eine Klasse, die 4 Jahre lang aufeinander abgestimmt ist und dann musst du das eben nochmal wieder aufquälen. Da führt ja kein Weg dran vorbei, das muss nochmal gemacht werden. Und das haben wir auch gemacht, 5 Tage lang sind wir da weggefahren in so ein Schullandheim. Das war interessant. Ich weiß noch, wo das war, ja. Ja, ich weiß auch noch, wo das war, aber das... Ja. Ach, das spielt die Sache, ja. Das war schon geil. Wir haben gerade, das war das so das erste Mal, dass wir wirklich auf einem Vollnormaltrip waren in unserem Leben. Stimmt, ja. Da waren richtig. Wir so wirklich, da haben wir gerade Ballermann gesehen und dann haben wir gesagt, wir haben Tischtennis war da auch immer aktuell. Wir haben die ganze Zeit Tischtennis gespielt. Richtig. Und im Tischtennis bin ich noch schlechter als im Schiffe versenken, muss man dazu sagen. Ja, okay. Ich weiß es jetzt nicht mehr so, aber... Hast du mir erzählt, das glaube ich manchmal schon gar nicht. Wir haben alle Tischtennis gespielt und da waren ja immer noch ein paar Leute bei, die haben dort, weiß ich nicht, die haben jetzt früher nicht gekrabbelt, sondern Tischtennis gespielt. Ja, solche Leute hatten wir dann in der Klasse und da hast du ja keine Schnitte gegen. Genau. Und irgendwann gab es auch noch mal was zu essen, ne? Wusste ich vorher kommen. Auf, ey, das war schon kriminell teilweise. Das war so ein Auflauf, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, was es war. War auf jeden Fall... Naja, erzähl mal ruhig. Es war auf jeden Fall ein Auflauf, das weiß ich noch. Also, unseren Kumpel hier, Sigi, der hat ihn gegessen. Nee. Ja. Aber das war nicht das Schlimmste. Ein anderer Kumpel von uns hat den auch gegessen. Aber unser anderer Kumpel, nennen wir ihn mal George. George hat ihn auch gegessen. Ich wäre eigentlich für Maxwell. Nimm ihn Maxwell. Ja, okay. Ja, okay, das wär's ja sowieso geil. Ich erzähl's so, wie es war, weil so ist es auch am geilsten. Ja, eben. Nimm das mit dem richtigen Namen. Soll ich machen? Ja, klar. Weiß ja eh keiner, worum es geht. Ich meine, das war fünfte Klasse. Ich hab ja auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten, weiß gar nicht, was die machen. Man kann auch keine wirkliche Verbindung dazu mir und diesen Leuten ziehen. Über Facebook und kein gar nichts. Richtig. Deswegen ist das noch in der koscheren Zone. Also, Max, so am Kotzen, das glaubst du gar nicht. Ja, dazu gesagt, es war eine Salmonellenvergiftung. Ja, aber Salmonellen. Richtig derbe. Ja, klar. Richtig klar. Derbe. Grünes, das hatten flüssiges wir, Wasser. Das also, hatten wir hinterher alle. Ja. Ich hatte auch einen Magenziehen, ich war auch eine halbe Woche weg. Und nur, weil ich daneben gelegen habe. So. Hart. Und... Ja. Und dann hat er da gekotzt und gekotzt, aber richtig gekotzt. Der hat kein Ende gefunden. Der hat sich einen Mülleimer genommen und die ganze Zeit immer... Ja. Das war, also, Tatsache. Und Sigi ist ja so einer, der muss ja um 9 Uhr spätestens muss er ja schlafen. Ja, klar, genau. Das war genau. Schon immer so. Das war auch teilweise großer Eskalationspunkt zwischen uns beiden. Ja, echt. Vor allen Dingen, als wir unsere Abschlussbesprechung da hatten, als wir nochmal eine Schlafparty in der Schule gemacht haben. Wo er sich nochmal, da hat er sich außerhalb des Schlafraumes hingelegt, weil er nicht Haier machen konnte, der Arme. Ja. Vor allen Dingen, aber die Nicknacks hat er gefressen, ne? Das erzähl mal nicht, das ist mir zu hart. Nein, das war ich auch nicht. Also, ja, er hatte so eine Wette am Laufen, er hat auch die Wette gewonnen, aber das war ein bisschen zu hart. Ich hab den Gain, also den Gewinn dafür habe ich bis heute noch nicht. So, muss ich mal dazu sagen. Gehen wir mal sagen, ja, gehen wir mal hin, sagen, Sigi, was ist da los? Ja, okay. Und ja, das bringen wir noch in diesem Part durch. Also, wo war ich? Das war hier. Genau, Klasse also er war am Kotzen. Er war am Kotzen. Also, Max war am Kotzen, ne? Also, so richtig schön
wie man sich dazu vorstellt. Ja. Aber ohne Gnade. Mittlerweile 2 Stunden und wie gesagt, Sigi, der muss ja Haier machen, geht ja nicht anders, weil nee, sonst kriegt er ja die Pimpernellen. Ja. Dann hat er richtig Probleme mit seinem Bioorganismus. Und ja. Und Max ist am Kotzen, da kann Sigi natürlich nicht schlafen. Nee, ist ganz gefährlich. Unser Klassenlehrer kam irgendwann rein, mit übertriebenen Sorgen, kann man schon sagen, um Max, weil Max wirklich schon seit 2 Stunden am Kotzen war. Und ja, dementsprechend sein Organismus das auch irgendwann nicht mehr mitmacht, wenn er die ganze Zeit was hochwürgen muss. Ja, alleine das Wasserverlust, ne? Das ja, einmal alleine. Ja, ja. Dann war noch, ja, wieso muss, wenn jemand kotzt, muss ja auch die Reinigungskraft dabei sein. Er hat seine Tasche voll gekotzt, hast du dazu gesagt auch, ne? Ja, also er eben. Hat, ja. Und dann musste das ein bisschen sauber gemacht werden. Ich meine, das war noch nicht mal die, war das nicht sogar die Heimführerin irgendwie da oder was? Kann ich dir nicht mehr sagen, weiß ich gar nicht. Das war auf jeden Fall eine Frau, die da noch bei war. Oder die, ich meine, es war die Hausmeisterin da wirklich, die da auch wohnt. Und die sich dann auch darum kümmert, dass da alle Gerätschaften und so weiter funktionieren. Also, ja, die war schon der Barbo da, das kannst du schon sagen. Und okay. Max immer noch am Kotzen, unser Lehrer da im Zimmer. Die Hausmeisterin auch. Und Max drückt wieder einen raus, aber mal so richtig schön, richtig laut. Und während Simon kann nicht schlafen. Ich glaube, der hat das gar nicht mehr richtig gemerkt. Dreht sich um. Auf einmal hörst du es von ihm. Sag mal, Max! Kannst du nicht ein bisschen leiser machen? Ich will schlafen! Oh, dann meinte, echt? Dann, pass auf, Freunde. meinte die Hausmeisterin, ne? Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ja, Sigi! Ja, so sieht's auch aus! Richtig geil! Richtig geil! Das muss man eigentlich miterlebt haben, das ist richtig geil gewesen. Vor allen Dingen. Ja, so siehst du auch aus. Ja, so siehst du auch aus. Richtig erstmal schön in your face, aber richtig. Richtig geil gedisst. Ja, aber er braucht es auch. Was meinst du, wie wir da gelacht haben? Das kann man sich gar ging nicht. Ging nicht mehr, da, ging da nicht war, mehr. Das war mit unserem Bioorganismus irgendwann mal mit ja, Fall. Ja. Das war. Da war Oberkante Unterlippe, da konnte selbst ich nicht mehr. Ja, stimmt, stimmt. Da haben wir wirklich geheult vor Lachen. Oh Mann, also das waren noch Zeiten. Ja, die kommen zwar nicht wieder, aber man erinnert sich gerne dran. Ja, das stimmt. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir jetzt nichts mehr zu lachen, ne? Nö, nö, aber also es war schon, das war mit, ja, was heißt mit, das war das geilste Event eigentlich. Dann, ja, Firmenfahrt war auch cool. Ja, wir sind ja beide katholisch, das wisst ihr vielleicht nicht. Ja, das. Aber ich muss sagen, also ich bin damit zufrieden, ich bin mit meiner Religion zufrieden. Ja. Ja. Ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jeden Tag in eine Kirche gehe. Nein, das meine ich jetzt auch nicht. Ich verbinde auch Kirche gehen halt nicht mit. Nein. Ne, also, ich weiß aber ganz genau, dass du das jetzt auch nicht so meintest, aber. Soll man das so machen? Soll ich so tun? Oh, wir haben wieder eine Stunde voll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Schippis. Jo! Und dann reinhauen. Bis dann!